Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von BTD 5. In den letzten Livestreams, die ich gemacht hatte, da habe ich ja immer so ein bisschen Mastery nebenbei gespielt, um die Speermedaillen zu farmen. Und ich habe anscheinend so viele Mobs gekillt, dass ich in die Top 1 gekommen bin. Und bekomme 5000 Dollar, 10 Münzen und 8 Bananenbauern. Geile Sache. Das ist eine ganze Menge, muss ich sagen. Das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, einfach mal 5000 dazu, ne? 10 Münzen. Das ist krass. Ich meine, ich habe ja eh nicht genug Kohle. Und dann nehmen wir uns einfach noch ein bisschen was dazu. So, wir können auch ein paar Münzen verwenden. Ich habe ja 162 durch das Farmen der Mastery-Mission. Fähigkeitsabkühlphase von 24 auf 26%. Von 26 auf 28% und mit 70 Münzen geht es von 28 auf 30%. Ist also auch fast Maximum, viel fehlt nicht mehr. Dann haben wir auch die vorletzte, den vorletzten Skill auf Maximalstufe, dann fehlt halt nur noch Startleben, was halt relativ unnütz ist. Gerade für unplatzbar, aber auch das werde ich dann machen irgendwann. Wir machen eine weitere zufällige Mission. Bestehe alle Runden, absolviere Schalter auf Schwierigkeitsstufe schwer mit eingeschränkter Turmauswahl, ein tragbarer See wird dir zur Verfügung gestellt. Gut. Das darf ich, das darf ich, das darf ich. Superaffe könnte ich, Affenpfleger als U-Boote? Nee. Okay, wir haben leider diesen dummen Freibeuter. Ich habe mich aufs U-Boot gefreut. Aber meinetwegen nehmen wir auch den kostenlosen Superaffen mit. Naja, wobei für die zufällige Mission. Weiß ich nicht. Sonst kann ich aber nicht wirklich viel benutzen. Mehr als das. Ups. Entschuldigung. Mehr als das funktioniert hier nicht wirklich. Aber den hat man in der Regel am Anfang nicht. Ach, doch, das ist kacke. Affenpflegeras könnte ich benutzen. Oh, was Affenpflegeras. Sieht ganz gut aus. Wo fliegt denn der hin, Mann? Ich weiß nicht, ob er jemals nochmal wiederkommt. Doch, da ist er wieder. Ich habe, glaube ich, das Spezialhaus von dem mit dabei, oder? Bin ich mir gerade unsicher. Kann ich euch gerade ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es ist so. Affenflieger ist hier natürlich ein bisschen kritisch. Weil es einfach nicht immer alles trifft, was ich möchte, was es trifft. 85 Runden, na toll. Und tragbare Reserve wird mit zur Verfügung gestellt, dann nutzen wir den doch gleich mal. Ganz oben müsste da sein, jo. Meinetwegen, dann kommt hier ein Freibeuteraffe hin. Na ja, Fähigkeit vom Pool, ne? Macht halt aber nicht wirklich viel, als eine kleine Pranke, die dann rauskommt. Nicht so wirklich sinnvoll. Wollen wir gleich mal auf Schnellfeuer aufrüsten? Wir gucken danach gleich mal, was diese wöchentliche Herausforderung dann ist. Ja, also 5000 Dollar und 10 Münzen ist eine ordentliche Sache gewesen, ne? Das ist schon ganz cool. Schärfere Pfeile. Ja, neben dieses System ist natürlich auch ganz wichtig. Wie kriege ich denn die Dings down? Mit einem Bombenturm würde ich mal sagen. Die Elite Balloons oder mit einem Sniper, das ist auch okay. Darf ich einen Affen aufbauen? Ja. Jetzt mal den mal hier hin. Ein kleines Vormantelgeschoss, damit er jetzt auch die Elite Balloons kaputt machen kann. Alles in allem wieder eine sehr einfache Mission.
Schraubenhagel. Hier werden mit zu wenig Blooms angegriffen. Na, der Sniper kann man noch auf schneller feuern. So, nächste Runde ist ein Tarnblumen, der bisher noch keiner angreifen kann. Bam, jetzt schon. Anderes Geschenk. Ja, überall hat halt noch der letzte Skillpunkt gefehlt, der mit der Tarnblumen entdecken kann. Dann hier daneben dieses System würde ich ganz gerne jetzt machen, damit der wirklich mal nützlich ist, das Waffenflieger ist. Wenn es zu wenig trifft, ist es echt doof. Hat zwar schon weniger Popcorns als der Freiburg, aber das ist echt traurig. Na dann her damit. Zack. Sieht auf jeden Fall schneller, denke ich mal, die Popcorns zusammen als er. Ja, ja, und da sind wir schon drüber. 1750 gegen 1700. Easy. Ausguck auch noch. Ach, sie ist in Affendorf. Wollte ich bauen. Alles ein bisschen günstiger machen. Zerstöre wurde als nächstes geskillt. Und dann sollte man langsam mal für die Spukgestalt gehen. Und dann haben wir es sowieso wahrscheinlich erledigt bis zum... Na, das ist ein bisschen viel, aber... Alles gut. Wobei, wir können natürlich auch das Kanonenschiff nehmen. Dass wir halt hier jemanden haben, der halt wirklich auch auf Masse die Dings killen kann. Die Lead Balloons. Dann werden wir noch einen zweites Affenflieger ausmachen. Ist okay. Alles gut. So, Niedernehmziehsystem natürlich. Ich finde die Spukgestalt einfach immer 100-mal besser als den Explosionsort. Oh, wir müssen es stärker machen hier. Affenpiraten können wir auch noch machen, klar, warum nicht? Dann können wir den Moab einfach so einsaugen. Vielleicht einen Sauger bauen? Weiß ich gar nicht. Nein, darf ich natürlich nicht. Wobei wir vermutlich kein Problem gegen den Moab hätten. Aber schreit das dann eine wahnsinnig kurze Map, finde ich. Ja, damit. Da habe ich noch Zeit, ein bisschen Kohle zu machen für den nächsten Affenpiraten. Dass auf 50 dann schon wieder zwei Moabs kommen. Ah, krieg ich hin. Ich krieg eine ganze Menge Kohle gerade. Zweimal den Skill. Ja, damit. Und der nächste natürlich auch noch. Die 63. Runde, ich denke, wir müssen sagen, wenn wir die Spukgestalt haben. In die ganzen Keramiks. Hätte ich Plantagen bauen können? Wahrscheinlich auch nicht. Doch, hätte ich. Okay. Hätte ich durchaus machen können. Ich bin total gespannt, was die nächste eventuelle Herausforderung ist. Ich bin da total
hyped gerade drauf. Ich will das wissen. Hätte ich vorher auf jeden Fall gucken müssen. Also wie gesagt, Mob können wir jetzt easy, kriegen wir easy down. Brauche ich keinen Enterhaken dafür. Und mit Spukgestalt kriegen wir jetzt den Rest auch noch down. Easy. Das ist kein Thema mehr. BFB können wir ein bisschen nachhelfen, indem wir unseren Enterhaken auswerfen. Und gegen den Zombie wurde 85, das ist dann eh kein Thema. Oder war das, was ist schwer? Ach, keine Ahnung, ob das mittelschwer schwer, keine Ahnung. Die Begriffe hier sind immer sehr, sehr verwirrend für mich. Immer noch. Wird sich vermutlich auch nie dran ändern, nie irgendwas ändern. Hör damit. Zwei Runden $10.000 oder eine Runde $10.000. Kriegen wir hin, oder? Für die nächste Spukgestalt. Oder wird wahrscheinlich einer reichen für die 63. Runde. Knapp. Wir haben ganze $1.000 bekommen für die eine Runde, für die 62. Haben nur noch 9.000 gefehlt gehabt, also ganz, ganz knapp daneben. Alter, ich kriege ja gar keine Kohle hier, was ist das denn? Da macht Mastery echt mehr Spaß, da kriegst du die Kohle echt hinterhergeworfen. Hat auch schon gut was platzen lassen, die eine Freiwürde einfach hier vorne. Fast 14.000. Mhm. 18 Runden noch, boah, das ist immer so ätzend, bis Runde 85 durchhalten zu müssen. Weil meistens einfach nur eine Frage der Zeit ist und nicht, ob man es schafft, sondern einfach machen wir hinne. So nach dem Motto. Finde ich immer ein bisschen doof. Gerade wenn man schon, wie ich, einige hundert Maps schon gespielt hat. Auf schwer und platzbar und halt jedes Mal bis 185 und ja. ÖD. 80.000 gegen 25 oder 5 und 25.000 Popcorns. Schon nicht mal der beiden Spuk gestalten. Also im Gegensatz zu Mastery ist ein normales Spiel sowas von langweilig. Das ist überhaupt gar keine Action hier. Null Action! So, und den dritten Spukgestalt kann ich auch noch setzen. Bam. Okay, dann lassen wir mal die restlichen 7 Runden noch durchlaufen. Sind immer 7 Runden. Zieht sich so krass hin. Man müsste wie in anderen, ich glaube, das hatte ich irgendwann schon mal gesagt, wie in anderen Tower Defense Spielen gibt es immer mal so einen Knopf, einfach eine nächste Runde automatisch parallel starten. Das heißt, es kommen die nächste Runde Bloons, parallel neben den Bloons,
Und da kriegt man halt immer so eine kleine Belohnung in Form von extra Gold, wenn man die Runde frühzeitig startet, weil es einfach ein bisschen schwieriger ist. Und das wäre total entspannt. Ich würde einfach so zack, 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 alle durchklicken. Alle nächsten 6 Runden laufen parallel. Und die ganzen Bloons kommen und ja, easy going. Aber irgendwie ist es leider nicht so. Das ist eine coole Funktion. Einfach weil diese Mission oder die ganzen Runden Ewigkeiten dauern. Und wenn man parallel halt Runden macht, dann ist es halt nicht ganz so. Dauert es halt nicht ganz so lange. Na, Warp Krippel kann man da machen. Macht jetzt zwar eh keinen Unterschied, aber egal. Da merkt man schon, wie die Bloons, wie die Mobs stoppen durch den Mob-Krippel. 2 Runden nur noch. 2 Runden! Was kann man sonst noch? Just for Fun bauen. Ja. Kriegt man arktischen Wind. Falls da mal Bloons kommen sollten. Easy, $100 bekommen. Danke. So, ich will ja wie gesagt nachgucken. Yay, yeah, goldene Blumen. Poppe, bleiben uns auf allen Strecken. 277 habe ich schon gemacht, 2329 hat Steve Nummer 1. Okay, also bin noch nicht mal in der Gold, in der Bronze-Dings drin, in der Bronze-Top 20. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber noch ist halt auch erst 3 Stunden aktiv, die Challenge. 6 Tage und 1 Tag, also eine Challenge dauert halt immer eine Woche. Ja, dann, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von BTD5. Bis dahin, ciao.